Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge der Lemken Bodentour 2021. Letztes Mal waren wir auf einem sehr leichten Standort nahe der Lüneburger Heide. Heute sind wir auf einem ganz anderen Standort im Kreis Warendorf. Oelde sind wir hier, die Region. Hier sind sehr, sehr schwere Böden, Böden, die sogar teilweise zur Staunässe neigen. Dementsprechend sind die Landwirte hier natürlich auch ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt. So haben sie beispielsweise, wie ich bereits erwähnte, mit Staunässe zu kämpfen. Das Saatbett muss vernünftig vorbereitet werden. Die Flächen müssen abtrocknen, das Saatbett muss krümelig sein. Und deswegen greifen hier die meisten Leute doch noch oft zum Pflug. Der Pflug steht natürlich auch oftmals in der Kritik, alleine wegen der Bodenverdichtungen und der Grobporen, die durch den Pflug minimiert werden, und die Regenwurmgänge und die ganze Bodenaktivität natürlich. Und deswegen bin ich gleich sehr gespannt, was mir der Landwirt Norbert Thürell, bei dem wir gleich sind, erzählen wird zum Thema Pflügen und inwiefern das Ganze natürlich auch positive Aspekte, wie beispielsweise Unterbrechung von Infektionszyklen pilzlicher Erreger oder Unkräuter, die beispielsweise schon Resistenzen gebildet haben, wie jetzt ganz aktuell der Ackerfuchsschwanz und die Trespe. Ja, ich freue mich auf einen wunderschönen Tag hier in Warendorf bei herrlichstem Wetter und nehme euch jetzt mit zu Norbert Thürell auf den Hof. Bis gleich. Hi, Marie. Ich bin Marie. Ja. Hi. Ja, wir hatten telefoniert. Ja. Ne? Genau. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich schön, dass mich. Du hier bist. Zur Lemken Bodentour 2020. Ich wollte dir mal unseren leichten Boden in Anführungsstrichen zeigen. Ja. Hast du, glaube ich, Interesse dran? Ganz genau. Genau. Das gucken wir uns heute mal an. Dann schauen wir gleich. Dann schauen wir mal. Genau. Mein Name ist Norbert Thürell. Ich bewirtschafte mit meiner Familie einen Schweinemastbetrieb mit ca. 90 Hektar Ackerbau auf schweren Böden am Rande der Stromegger Schweiz. Eine Sache noch vorab, bevor wir gleich zur Hofführung übergehen. Wir haben ein Schild dabei. Da sollen dann alle Landwirte darauf unterschreiben, deren Betriebe wir besuchen. Ja. Soll ich mit anpacken? Ja, gerne. Sehr schön. Genau. Wir sind ja jetzt hier Folge 2. Ne? Hier steht extra dein Name drauf. Ja. Und dann könntest du hier einmal auf unserem Boden, auf unserer Bodentour unterschreiben, auf dem Plakat. Und das wird dann auch auf der Agritechnik ausgestellt. Ja, Marie, wir starten die Hofführung bei uns im Schweinestall. Ja. Ich habe dir mal hier noch ein Overall hingehängt und Stiefel. Ich denke, hygienisch müssen wir einwandfrei sein. Absolut, ja. Ich denke, ich gebe dir mal eben die Sachen. Ja. Einmal der Overall. Ja. Wie sieht das aus? Bist du das erste Mal im Schweinestall oder hast du schon mal öfter Kontakt zu Schweinen gehabt? Ja, ich bin sehr schweineaffin. Ich arbeite auch in verschiedenen Schweineställen und kenne mich daher sehr gut aus. Ja, das ist ja dann kein Neuland für dich. Genau. Dann kennst du auch den Geruch von den Schweinen. Ja, hinlänglich bekannt. Wie viele Mastplätze habt ihr jetzt hier? Wir haben jetzt hier 1400 Mastplätze. Ja. Bekommt und aber auch dann 25 Kilo Ferkel und kein Babyferkel. Ferkel mit, ne? mit 25 bis 30 Kilo, ja. Je nach Marktlage. Ja, wie vermarktet ihr die? Wir vermarkten die Schweine zum Großteil direkt an Metzger. Ah, ja. Und liefern die auch selber an. Metzgervermarktung. Kurze Transportwege. Ja, nicht schlecht. So sieht's aus. Bist du startklar? Ich bin startklar. Ja, dann starten wir. Ja. Ja, Marie, hier haben wir unsere Schweine. Ja. Du hast ja gesagt, du hast schon Berührung mit Schweinen gehabt. Also ja, Angst genau. hast du nicht? Nee, die habe ich nicht. Können wir ruhig reingehen? Rein? Ja, auf jeden Fall. Nach dir? Dankeschön. Na, ihr? Baut ihr das Futter komplett selber an? Das Futter wird nicht ganz komplett selber angebaut. Ein Teil Getreide wird noch zugekauft. Ja. Und die Eiweißkomponenten werden auch zugekauft. Ja. Und müsst ihr Gülle abgeben oder könnt ihr das alles selber wegfahren? Also die Gülle wird komplett auf unseren Acker ausgebracht. Ja, 90 Hektar habt ihr. 90 Hektar haben wir. Ja. Und da wir sehr stark N und P reduziert füttern, kommen wir mit der Gülle eigentlich gut hin. Okay, ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir fahren ja gleich los auf dem Acker. Genau. Und dann gucken wir uns das mal an. Ja, sehr gerne. Machen wir. Ja,
So, dann haben wir uns ja jetzt auch schon wieder fertig umgezogen. Ich habe mir auch direkt mal Arbeitsschuhe angezogen, damit wir gleich auf den Acker können. Ja. Und ja, genau. Ich wollte dich noch fragen, wie macht ihr das denn hier? Wer hilft dir hier eigentlich auf dem Hof? Familie, Arbeitskräfte? Also ich arbeite mit Aushilfen zusammen. Ja. Dann unterstützt meine Familie mich eigentlich sehr gut. Schön. Meine Töchter sind auch so, fangen jetzt auch an mit Treckerfahren. Toll. Ja, wie alt sind die beiden? Die sind 12 und 15. 12 und 15, ja. Passendes Alter, um damit anzufangen. Ja, die Kleine hat gestern noch mit der Kutsche am Ecke, war sie auf dem Acker. Ja, super. Und hat dann, ja, hat sie ganz gut hingekriegt. Ja, und auch beide Interesse, eventuell den Hof weiterzumachen? Ja, da muss man ja mal gucken, wie das so weitergeht. Wie sich das entwickelt. Kann man jetzt in dem Alter auch noch nicht sagen. Ja. Und die Rahmenbedingungen sind ja auch nicht unbedingt so, dass man es unbedingt empfehlen sollte. Ja, mal gucken, was da für einen Weg gehen. Ja. Da findet sich immer irgendwas. Ja. Ich studiere ja auch Landwirtschaft. Ja. Und ich komme nicht vom Betrieb. Ja, genau. Ja, dann können wir auch gleich direkt loslegen mit dem Pflügen, oder? Ja, ich denke mal, der Pflug steht fertig. Genau. Wir fahren dann mal los zum Acker. Sehr gut, ja. So, jetzt sind wir hier am Pflügen. Ja, ich habe eigentlich so ein bisschen in der Uni gelernt, Pflügen, ja, mindert das Bodenleben, schmiert die Grobkorn so ein bisschen zu, Regenwurmaktivität nimmt ab, Flugschollen bilden sich, auf Dauer auch Bodenverdichtung. Worin siehst du denn jetzt genau die Vorteile im Pflügen hier auf so einem schweren Boden? Also wir haben ja auf jeden Fall den Vorteil, gut, im Moment haben wir das Glyphosat noch, aber wenn das Glyphosat wegfällt, haben wir natürlich das Problem, dass wir den Acker so nicht mehr sauber kriegen. Ja. Acker-Fuchsschwanz-Problematik, wo die wird beim Pflügen, ist ja auch nicht ganz weg. Ja. Aber es wird auf jeden Fall besser. Ja. Dann Mäuse ist natürlich auch ein Thema, die mögen das Pflügen auch nicht. Genau. Und wenn man dann fluglos arbeitet und hat eine Mäusepopulation, die einem den Acker leer frisst. Ja. Was habt ihr hier für eine Bodenart? Das ist jetzt wahrscheinlich Lehm, ne? Schwerer Boden. Das ist hier ein richtig schöner Lehm, teilweise Rolllehm, der dann teilweise auch nicht vom Schar, nicht vom Schar löst. Ja, Wahnsinn. Das liegt immer daran, wie feucht der Boden ist. Ja. Also jetzt, dieses Jahr geht es eigentlich ganz gut, das Pflügen. Okay. Apropos feucht, habt ihr auch mit Staunässe zu kämpfen hier teilweise? Ja, Staunässe, die Flächen sind natürlich alle drainiert, aber wenn es dann richtig regnet, hat man dann doch schon mal... Ja. Staunässe. Ja. Gut, dann ist es natürlich für solche Bullen auch wieder besser, ne? Dass die Flächen irgendwie abtrocknen, jetzt gerade vor der Aussaat jetzt demnächst wieder. Ne? Dann musst du sie ja auch irgendwie trocken kriegen und das Saatbett irgendwie vorbereiten, dass es feinkrümlig genug ist. Du hattest eben angesprochen, die Bodenverdichtung. Natürlich hat man, wenn man jetzt hier so in der Furche fährt, die Verdichtung in der Flugsohle. Ja. Gerade die Tiefenverdichtung. Ja. Also wir stellen jetzt demnächst um auf einen Onlandflug. Ja. Dass auch, wir quasi auch von der Firma Lemken. Sehr schön, ja. Dass wir dann eben die Verdichtung nicht so in die Tiefe kriegen. Ja, okay. Also du siehst jetzt hier die, da wo wir mal ein bisschen tiefer geflügt haben, dass da so richtig dieser gelbe Mergel hochkommt. Ja. Also wir haben jetzt irgendwie so 25 cm Mutterbodenauflage und dann. Ja. Okay. Interessant. Habt ihr hier auch stark divergierende Bodenverhältnisse auf Schlag auf den jeweiligen Schlägen oder ist das recht homogen? Nee, also ist sehr stark wechselnd. Ja. Also es geht teilweise von sandigen Stellen auf richtigen Mergel. Ja, dann würde ich sagen, flüge ich auch gleich mal eine Runde, ne? Damit wir nachher noch fertig werden. Und dann trinken wir später noch ein Feierabendbier zusammen, oder? Ja, gerne. Super. So, Marie, ich habe es dir jetzt gezeigt. Wolltest du jetzt alleine? Jetzt mal hier alleine. Wolltest du es alleine wagen? Ja, ich wag's. Ja. Gut. Wenn ein Problem ist, rufst du mich an. Mach ich. Ich bin da mal weg. Alles klar. Bis nachher. Ja, bis nachher. So, ist auch das erste Mal, dass ich heute flüge. Bei uns in der Gegend flügt man jetzt nicht so viel. Einige zwar schon noch, aber ja, ansonsten haben wir ziemlich viel konservierende Bodenbearbeitung bei uns. Sprich, Premiere für mich. Aber ich fahre ansonsten auch Fendt, von daher passt das.
Und Marie, hat alles geklappt? Jo, ich bin fertig. Trecker noch heile, Flug noch heile? Trecker heile, Flug ja. heile. Hatte ich eigentlich auch erwartet. Sehr gut. Du wolltest ja noch Bodenproben nehmen? Genau. Ja. Ich habe dir schon mal den Spaten und dein Glas mitgebracht. Sehr gut, perfekt. Dankeschön. Aber den Spaten können wir uns, glaube ich, schenken. Weil ja, wir haben ja jetzt geflügt. Wir haben mit dem Flug ein bisschen was umgewühlt. Genau. Das ist super, denn wir nehmen von jedem Hof, von jedem Betrieb eine Bodenprobe mit und dann können wir das Ganze nachher ausstellen. Ja, mit diesem Boden, da kannst du Sandboden düngen. Ja. Ja, das ist jetzt richtig toniger Lehm, ne? Ja. Also TL-Bodenart. Ja, das reicht schon. Spitze. Vielen Dank. Ja, dann gehen wir noch ein Feierabendbier trinken, würde ich sagen, oder? So abgesprochen, ne? Sehr gut. Ja, guck, hast du ja schon was vorbereitet. Ist das deine Aushilfe? Ja, das ist Moritz. Ich glaube, der hatte schon früher Feierabend wie wir und hat schon Bier organisiert. Oh, ich bin schon fertig. Ja, top. Und du warst mit der Scheibenegge los? Richtig. Sehr gut. Ja, dann haben wir ja jetzt alle Feierabend. Und dann haben wir alle Feierabend, genau. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, unser verdientes Feierabendbier. Ja. Ich mach's mal los. Ja, vielen lieben Dank erstmal, dass wir hier sein durften und heute so einen schönen Tag bei euch hatten. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Moritz? Ja. Ja, Fazit zum Tagesende. Was bedeutet der Boden denn jetzt für euch? Ja, der Boden ist quasi unsere Existenzgrundlage. Wir leben davon. Ja. Die ganze Landwirtschaft lebt vom Boden. Ja. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass wir den pfleglich behandeln. Hm. Dass wir dauerhaft weiter noch Erträge erwirtschaften da. Ja, und das wäre dann sozusagen auch dein Wunsch für die Zukunft. Das ist der Wunsch für die Zukunft. Ja, gut, dann würde ich sagen, darauf Prost. Ja, Marie, Prost. Ja, Prost. Prost. Auf gute Erträge.